Hannes Jänicke im Flieger nach Costa Rica. Warum Costa Rica? Ja, wir drehen eine kleine Doku für NTV. Das ist zufälligerweise wahrscheinlich mein Lieblingsland. Ich habe da 2009 das erste Mal gedreht, als ich die Hai-Doku gemacht habe. Costa Rica hat eigentlich mit die vorbildlichsten Meeresschutzgesetze der Welt. Die werden leider fürchterlich unterlaufen von chinesischen und spanischen Fischfangflotten. Und das haben wir damals gedreht und ich habe mich damals um das Land verliebt, dass ich seitdem relativ regelmäßig hinfahre. Ich finde es das schönste Land der Welt. Es ist, was Umweltschutz betrifft und Nachhaltigkeit, wahrscheinlich Jahrzehnte voraus. Also ich wundere mich, dass sich die ganze Welt versucht, Umweltgesetze aus Costa Rica zu kopieren. Es ist das absolute Paradies für Ökotourismus. Und ich freue mich, dass wir jetzt 2 Wochen dort drehen und sein dürfen. Jetzt kennt man dich aus Action, Adrenalin, Cobra 11. Was ist denn für dich Adrenalin in Costa Rica? Also ich gehe natürlich wahnsinnig viel surfen. Wellen in Costa Rica sind wunderbar. Sind nicht die größten der Welt, aber sie sind schön ruhig, mellow und lange. Und Adrenalin in Costa Rica brauche ich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich gehe eigentlich meistens nach Costa Rica, um, ich sag nicht Ruhe, aber um ein bisschen Gelassenheit zu bekommen und eine etwas ruhigere Sicht auf die Dinge.